Dann wollte ich das Boot leise wieder an den Steg des Bootsverleihs. Als ich gerade daran dachte, nach Hause zu gehen, hörte ich dieses Peng. Wo kam das Geräusch her? Ja, nun, da war ich zuerst auch nicht sicher. Ich habe mich umgesehen, verstehen Sie? Haben Sie auf den See geschaut? Ja, habe ich. Ich schaute auf den See, bemerkte aber das Boot nicht. War da nicht ein Boot auf dem See? Ruhe, Ruhe. Nun, Herr Butz. Wow, wow. Beruhigt euch alle mal, okay? Ich meine, es war echt neblig in dieser Nacht. Ich weiß nicht, ob da ein Boot draußen war oder nicht. Okay, kein Problem. Das ist ja nur der wichtigste Teil dieses Falls. Nachdem ich also einen einzelnen Schuss hörte, ging ich nach Hause. Angreifen, ja. Sie haben also nur ein Peng gehört, richtig? Ja. Oh. Nun nicht. Das war eine ziemlich schwammige Aussage, oder? Ich schätze, ich sollte einfach damit anfangen, die Widersprüche aufzuzeigen. Entschuldige. Ich wünschte, ich könnte hilfreicher sein. Könnte ich nur meine Schwester rufen? Ach, du selber bist doch auch hilfreich. Wen sollte ich doch sonst nachts kuscheln? Hey. Hä? Hey. Was denn? Nur nix. Wir wissen nicht, was der gute Phönix und Maya so machen, also. Ja, das wissen wir nicht. Wieso ist er nach Hause gegangen? Mal gucken. Moment mal, siehst du das auch gerade? Was denn? Die Mordwaffe Kaliber 22 dreimal abgefeuert. What? Das ist mir vorher noch nicht eingefallen. Ja. Mal gucken, reicht das? Ich wollte darauf, dass er meinte, ein einzelnes Peng und... Ja. Oder lautes Zeugenaussage, das kann auch sein. Ja. Zwei Geräusche wie Schüsse kurz nach Mitternacht. So. Und? Haha. Moment, Larry. Was? Sie haben nur einen Peng gehört, sind Sie sicher? Das habe ich doch gesagt. Aber Frau Lotte Hart sagte gestern auch, sie habe zweimal Peng gehört. Und der alte Mann sagte vorhin das Gleiche. Sie hatten beide zwei Schüsse in dieser Nacht. Hä? Haben Sie nicht zugehört? Haben Sie ihnen überhaupt Aufmerksamkeit geschenkt? Yannick, bitte. Hä? Weißt du, etwas stört mich. Ich bin ein Zeuge, ja? Sowas wie ein Kunde hier. Also musst du mich nett und freundlich und so behandeln, okay? Herr Butz. Was? Sie haben nur einen Schuss gehört, sind Sie sicher? Tja, um die Wahrheit zu sagen, ich bin nicht sicher. Nicht sicher? Wie können Sie nicht sicher sein? Ich könnte den zweiten Schuss überhört haben. Ich hörte etwas anderes. Etwas anderes? Mein Radiokumpel über Kopfhörer. Was? Oje. Ja, aber das würde irgendwie passen, wenn da wirklich drei Schüsse mit der Knarre abgegeben wurden. Dann waren es wahrscheinlich zwei Schüsse auf dem Boot und der dritte kam woanders. Ahaha. Ruhe, Ruhe, und hören Sie mit diesem Buhn auf. Herr Butz, Sie haben über Kopfhörer Radio gehört? Ja, da und, ist das ein Verbrechen? Ich höre Radio, jeder hört Radio, was ist dabei? Herr von Karma, Ihre Meinung? Zeitverschwendung. Ich akzeptiere weder diesen Zeugen noch seine schlampige Aussage. Nun, Herr Freud, sollen wir mit der Aussage fortfahren? Fortfahren. Wir müssen hier was finden. Euer Ehren. Bitte, bitte erlauben Sie dem Zeugen seine Aussage fortzuführen. Pah. Es gibt nichts Peinlicheres als einen Anwalt, der nicht erkennt, wenn er verloren hat. Na gut, Herr Butz. Sagen Sie aus und denken Sie daran, Kleinigkeiten wie Ihr Radio einzubauen.
Sicher, überlass das Ganze mir. Hm. Das würde ich nicht, wenn es noch einen anderen Ausweg gäbe, glaub mir. Oh Mann. Aber das kann sein, da er nur einen einzelnen Schuss gehört hat, hat er wahrscheinlich den dritten gehört. Hm. Das kann sein. Hm. Da er in der Nähe des Bootsverleihs war, vielleicht ist der dritte Schuss im Bootsverleih geschehen. Oder der Hammond war schon tot und der Mörder stieg mit ihm ins Boot. Ich weiß es nicht. Kann auch sein. Davor er schon umgebracht wurde. Ja, die Frage ist jetzt nur, wann hat er das einzelne Peng gehört, der Heino? Ja. Okay, es ist einsam, an Weihnachtsabend allein zu sein. Darum hörte ich eine Anruferschau im Radio, klar? Ich hatte die Lautstärke voll aufgedreht. Bin ja schwerhörig. Mhm. Aber ich bin sicher, dass ich diesen Schuss hörte. Ich erinnere mich genau daran, was der DJ sagte, als ich ihn hörte. Ja, und was hat er gesagt? Sie hörten Radio. Sehr laut? Ja, wo ist das Problem? Sie müssen doch wissen, wie es ist, schwerhörig zu sein. Kann man nicht mehr in Ruhe Radio hören? Ist das kein freies Land mehr? Ich glaube wirklich, dass Larry keine Ahnung hat, wo das Problem liegt. Richter, glauben Sie auch nur ein Wort von dem, was der Zeuge sagt? Er hörte vermutlich nur einen Trommelrhythmus in diesem Radio. Wohl wahr, es ist schwer, dieser Aussage Glauben zu schenken. Moment, euer Ehren. Der Zeuge sagt, er erinnert sich genau daran, was der DJ sagte, als er den Schuss hörte. Entschuldigung, DJ? Ein Ansager, der Kerl, der im Radio spricht. Wie dem auch sei. Das bedeutet, als er das Geräusch hörte, lief keine Musik. Der DJ spricht nur zwischen den Liedern, also könnte er den Schuss gehört haben. Ich möchte den Zeugen ins Kreuzfeuer nehmen, euer Ehren. Nun gut, Herr Freud. Ich kann nicht glauben, dass ich diese Scharade fortführe. Ja, sie wird schon Sinn haben. Was Larry hörte. Wer die das... Wieso, weshalb? Wer nicht fragt, das ist dumm. Yep. Okay. Dass er einsam war, kann man verstehen. Scharf war aufgedreht, aber ich bin sicher, dass ich diesen Schuss hörte. Sag uns doch mal, was der DJ gesagt hat, Mensch. Was sagte er? Oh, halt doch die Klappe. Herr Freit, bitte unterlassen Sie diese zwecklosen Fragen. Was könnte es uns wohl nutzen, zu wissen, was ein Radio-DJ sagte? Wohl wahr, Herr von Kammer hat recht. Ich erlaube diese Frage nur, wenn Sie mir erklären, warum es wichtig ist. Es ist wichtig. Es ist wichtig, euer Ehren. Natürlich ist es das. Warum? Nun, woher sollen wir das wissen, wenn wir nicht fragen, hm? Gut, dann bitte. Herr Butz, machen Sie Ihre Aussage. Was sagt der Radioansager, als Sie den Schuss hörten? Gerade als er sagte, hey, es ist fast Weihnachten, hörte ich den Schuss. Aha. Sind Sie sicher? Also hat das kurz vor Mitternacht gehört? 10 Minuten vor wahrscheinlich. Ah. Natürlich bin ich das. Sie hatte diese wirklich sexy Stimme. Ja, vielleicht hatte von Kammer recht, ich bin nicht sicher, dass uns das hilft. Ich schon. Dies ist die lächerlichste Zeugenaussage, die ich je gehört habe. Aber es gibt darin einen Hoffnungsschimmer. Ich muss dranbleiben, bis wir endlich wissen, was passiert ist. Okay. Okay, das heißt, irgendwas müssen wir jetzt präsentieren. Wir hatten noch irgendwas mit 23.50 bis 0.15 Uhr. War das nicht die Ausleihdauer von dem Boot? Ich hörte zwei Geräusche wie Schüsse kurz nach Mitternacht am 25.12. Nein, das nicht. Würde aber auch passen. Ja, nee, aber es heißt ja kurz vor Weihnachten. Und Weihnachten ist ja am 25. Ja. Wir hatten irgendwo was, wo drauf stand 24.12.23.50. Hatten wir irgendwo irgendwas? Okay, wir gucken mal nach. Da. Das erste Bild. Aber das ist ja kein Widerspruch. Nein, aber das passt genau zu der Uhrzeit von dem Radioansager. Die Uhrzeit, das erste Bild, wo noch nicht geschossen wird. Weil da stehen ja beide noch aufrecht. Na gut, probieren wir es. Und? Oh. Ja, man muss schon einen Widerspruch geben und nicht etwas, was ihn bekräftigt. Verdammt.
Naja, drei Versuche haben wir noch. Ja. Gut. Okay, wir versuchen meine Theorie mal. Okay. Und? Ja, das war's richtig, okay. Ich hatte wahrscheinlich den richtigen Gedanken falsch rum, irgendwie. Ja. Larry, sind Sie ganz sicher, dass es stimmt, was Sie da sagen? Hey, was ist mit deinem Gesicht los? Du siehst zum Erschrecken aus, Kumpel. Hey, wenn du versuchst, mir Angst zu machen, solltest du wissen, dass das ist nicht leicht. Wenn gleich erschreckt er sich. Stimmt das nicht, Herr Freund? Sie sehen sehr blass aus. Euer Ehren. Haben Sie gehört, was der Zeuge gerade sagte? Der DJ sagte, hey, es ist fast Weihnachten, als er den Schuss hörte. Genau, und? Fast Weihnachten. Heißt, es war noch nicht Weihnachten. Wissen Sie, was das bedeutet? Als er den Schuss hörte, war es noch Heiligabend. Das scheint so zu sein, ja. Aber das widerspricht den beiden Aussagen, die wir bisher hörten, euer Ehren. Frau Hart und der alte Mann sagten, sie hätten die Schüsse nach Mitternacht gehört. Mit anderen Worten, als sie die Schüsse hörten, war es bereits Weihnachten. Das ist ein klarer Widerspruch, euer Ehren. Na, Ruhe, Ruhe. Was bedeutet das? Die beiden vorherigen Zeugen hörten die Schüsse nach Mitternacht. Aber dieser Zeuge sagt aus, er habe einen Schuss vor Mitternacht gehört. Richter, die Antwort ist einfach. Der momentane Zeuge irrt sich ganz eindeutig. Sehen Sie ihn sich nur an, verdächtig. Was? Nun, Herr Freud, was denken Sie über Herrn Butts Behauptung, er habe den Schuss vor Mitternacht gehört? Larry liegt falsch, Larry hat recht. Ja, Larry hat recht. Larry hat sich nicht gehört, euer Ehren. Er hörte einen Schuss vor Mitternacht. Faszinierend. Ich nehme an, Sie haben Beweise, um diese wilde Behauptung zu untermauern. Jetzt kommt die Waffe mit den drei Schüssen. Ja, erstens die Waffe und zweitens das Bild. Yep. Zeigen Sie mir Beweis dafür, dass es einen Schuss vor Mitternacht gab. Jetzt das Bild sehen. Muss ich jetzt mal suchen. Ah. Ja. Ja. Da. Sehen Sie sich dieses Foto an. Es wurde von der Zeugin Frau Lotta Hart aufgenommen mit ihrer Automatikkamera. Die Zeitangabe auf dem Foto lautet 24. Dezember 23.50 Uhr. Ach ja. Aber auf diesem Foto befindet sich nichts auf dem See. Euer Ehren, es geht nicht darum, warum nichts auf diesem Foto zu sehen ist. Es geht darum, warum dieses Foto überhaupt aufgenommen wurde. Was meinen Sie damit? Euer Ehren, Sie haben echt Alzheimer. Dieses Foto wurde von einer Automatikkamera aufgenommen. Die Kamera war so eingestellt, dass sie bei lauten Geräuschen ein Foto machte. Aha! Korrekt. Es gab um 23.50 Uhr ein lautes Geräusch auf dem See. Darum wurde dieses Foto gemacht. Mit anderen Worten, als Larry diesen Schuss hörte, war es auf jeden Fall noch Heiligabend. Das scheint in der Tat der Fall zu sein. Und was sagt uns das? Frau Hart hat ausgesagt, dass sie nach Mitternacht Schüsse hörte. Behaupten Sie, sie hätte sich geirrt? Überhaupt nicht, euer Ehren. Es ist ein Fakt, dass die Kamera auch um 15 Minuten nach Mitternacht ausgelöst wurde. Euer Ehren, in dieser Nacht gab es zwei Schussfolgen mit 25 Minuten Abstand zueinander. Genau. Warum sollte das so sein? Lassen Sie sie nicht hereinlegen, Richter. Die Kamera war so eingestellt, dass sie auf laute Geräusche reagiert. Ja. Es gibt keinen Beweis, dass das laute Geräusch um 23.50 Uhr ein Schuss war. Vielleicht hat der Zeuge genießt und so die Kamera ausgelöst. Hey, wenn das war in dieser Nacht sauber, Mann, sauber. Nun, Herr Freud. Es gibt jetzt kein Zurück mehr. Können Sie beweisen, dass das laute Geräusch um 23.50 Uhr wirklich jetzt ein Schuss war? Jetzt kommt die Waffe. Bitte zeigen Sie dem Gericht entsprechende Beweise, sofern Sie welche haben. Ja, würde ich auch sagen, die Waffe. Yep. Bald bleib mal ab. Bitte? Ja, danke. Ja. Danke, oh Herr. Dies ist mein Beweis. Bitte nicht schießen.
Die Mordwaffe? Etwas an dieser Pistole hat mich gestört, euer Ehren. Beide Zeugen gestern haben ausgesagt, sie hätten 2 Schüsse gehört. Doch die Mordwaffe ist 3-mal abgefeuert worden. Wann also wurde der letzte Schuss abgefeuert? Erst jetzt habe ich die Wahrheit erkannt. Der 3. Schuss war der Schuss, den Larry vor Mitternacht hörte. Ruhe, Ruhe. Das würde einen Sinn in die bisher gesehenen Beweise bringen. Wie auch immer. Nun frage ich mich, was genau in dieser Nacht auf dem See geschehen ist. Genau. Ist es wahr? Wurde zu 2 Zeitpunkten geschossen, mit 25 Minuten dazwischen. Einmal um 23.50 Uhr, ein weiteres Mal um 15 Minuten nach Mitternacht. Warum frage ich Sie dann, warum? Oh oh, jetzt muss ich mir schnell etwas einfallen lassen. Ein Moment. Schüsse mit 25 Minuten Abstand? Ah! Was ist los, Link? Schlaganfall. Ich habe es. Ich habe es. Ich habe endlich wieder alle beisammen. Erinnerst du dich an den Fall mit den Stil-Samurai? Ja, sicherlich erinnere ich mich. Der Mörder in diesem Fall hatte die gleiche Idee wie der Mörder in dem Fall. Wen meinst du? Maya. Wenn wir das jetzt nicht herausbekommen, werden wir den Schuldspruch nicht abwenden. Ich habe so eine Ahnung und werde entsprechend handeln. Okay, ich meine, ist das sicher? Sicher? Wir haben bereits den Schuldspruch, wir haben nichts zu verlieren. Sieh einfach zu und sag mir, wenn ich etwas sage, das komisch klingt, okay? Okay, Nick. Jo, warte, hatte du da. Euer Ehren. Das klingt komisch. Ja. Die Aussage gerade hat den Fall aufgeklärt. Was meinen Sie damit, Herr Freud? Zitze. Sie haben die Wahrheit also endlich eingesehen? Es kann keinen anderen Mörder als Miles Edgeworth selbst geben. Falsch von Karma. Ein Mann wurde in der Nacht erschossen, aber nicht von Edgeworth. Hören Sie zu, Sie Anfänger. Atmen Sie tief durch und sehen Sie sich die Fakten an. Zum Zeitpunkt des Mordes war ein Boot auf dem See. Das zeigt uns das Foto der Zeugin. Der Angeklagte Edgeworth und das Opfer Robert Hammond befanden sich in diesem Boot. Ein Schuss wurde in diesem Boot abgegeben und Robert Hammond fiel in den See. Der Schuss wurde aus 1 Meter Abstand abgegeben. Es kann kein Selbstmord sein. Nun? Der Schuldige muss der andere Mann in diesem Boot sein. Ich gebe zu, dass eine andere Erklärung schwer vorstellbar ist. Ja, aber das basiert auf der Annahme, das Opfer wäre um 0.15 Uhr erschossen worden. Was meinen Sie damit, Herr Freud? Wir haben einen fotografischen Beweis für die Schusszeit. Die Zeitangabe auf dem Foto lautet auf 0.30 Uhr. Auf 0.15 Uhr. Aber Larry hat 25 Minuten zuvor einen Schuss gehört. Da wurde Robert Hammond ermordet, 25 Minuten vor dem Schuss auf dem See. Nur so kann Edgeworth unschuldig sein.